Tag 2 unseres Roadtrips. Wir sind jetzt in Yorkton. Auch hier steppt der Bär nicht. Und wir sind auch direkt zu der Hauptattraktion gefahren. Das ist eine Kirche mit einer sehr schönen Kuppel. Das stimmt. Die ist sehr schön. Und ja, es ist auch eine Kirche. Das gucken wir uns gleich mal an. Ja, die Nacht war irgendwie kurz, weil es super... Ah ja, hier seht ihr das. Sehr schön. Weil es super warm war. Linda und ich konnten kaum schlafen. Keine Ahnung, warum es so warm war. Aber uns hat das Haus am See sehr gefallen. Ich glaube, ich gehe mal rüber. Kann es dann nämlich besser sehen. Und ja, wir sind ja schon 2 Stunden gefahren. Dann ist der Linda aufgefallen. Warum sind denn die 2 Uhren so verschieden? Aber dann hat die Linda was gefragt. Sind wir in einer anderen Zeitzone? Ja, wir sind in einer anderen Zeitzone. 1 Stunde gewonnen. So, jetzt zeige ich euch mal die Kirche. Sieht sehr schön aus. Mit dem Himmel. Weiß-hellblau. Das war es dann auch schon. Leider. Ein Glück habe ich heute nicht meine Jeansbluse an, wo auf dem Rücken steht Welcome to the Hell. Bei so einer katholischen Kirche. Ich glaube, die würden das nicht so lustig finden. Ja, und ich glaube, wollen wir auch reingehen? Ich bin nicht so motiviert. Ich kann mal reingehen. Und es ist nämlich kalt. Und ihr seht, das ist super warm. Ich trage nackte Haut. Ich trage nackte Haut. Trage nur T-Shirts und nur ein T-Shirt. Und die Sonne scheint. Es ist warm. Und in der Küche wird es jetzt kalt sein. Gucken, ob wir reinkommen. Trau dich, Linda. Wir sind doch ringsum umgeben von Schulen. Eigentlich wollten wir uns noch mal was zu trinken kaufen, aber nichts gefunden. Ja. Was ganz schön ist, hier gibt es Gras. Man freut sich über die kleinen Dinge, denn wir haben jetzt, glaube ich, 2... gestolpert. Und stolpersteinig ist es ja auch. Da wird so 2 Stunden lang nur beige gesehen. Beige? Man ist auch braun. Hellbraun. Nur Weide. Oh, ein Marienkäfer. Weide. Alles vertrocknete Bäume. Ja. Deswegen freuen wir uns wirklich. Ich würde sagen, der Riesenausflug in Yorkton hat ein Ende. Das war die schöne Kirche. Nochmal von einer anderen Perspektive. Whee. Und wir setzen unsere Fahrt fort mit unserem Kia und genießen die 90er und 80er Jahre Musik. Wir haben nämlich heute eine neue Playlist und freuen uns über Blümchen mit Herz an Herz und so weiter. Ich wollte euch jetzt nochmal unser Baby zeigen, unser weißes Baby. Da ist es. Da. Gehüt. Bis später.